Hallöchen Leute, willkommen zum weiteren Video. Heute schauen wir uns XXL YouTube Kacke zum Box-Event an. Hunger Hugo, ich bin gespannt. Wir haben alle gehofft und erhofft, dass wirklich was kommt. Und jetzt ist es da. Let's go, rein da. Ich bin gespannt, ey. Lass noch hoch da, let's go. Sache ist, wenn Wieland schlägt, sieht das jetzt nicht aus, als ob das jemals wehtun würde. Oh. 28.900 Euro. Dieser Zusammenschnitt hier mit Mann. Der hat richtig mitgefiebert, ne? Sich gefreut, dass Flash eins draufgekriegt hat. Weil der Monte mochte den Pignon auch nicht mehr, also den Flask, weil er irgendwie mal gegengeschossen hat. Und deswegen hat sich so gefreut, dass er umgenutzt wurde, ne? Da freut sich Knossi natürlich gleich mit. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Oi, wie geht's? Oi. Nimm gerne Platz. Die ganze Zeit dieses Gesicht, ne? Die ganze Zeit. Aber der hat echt guten Job gemacht, muss ich auch sagen, der Marc Gebauer. Echt. War ein sehr guter Moderator, ja. Ja! Marc Gebauer. Vor allem auch ein Anzug komplett in weiß. Oh, wie geil. Das brauche ich auch auf jeden Fall. Boah, das brauche ich auch. Wo stehst du? Ja, herzlich willkommen! Javi, wie geht's dir? Es geht mir sehr, sehr gut. Was geht? Oha! Sie haben Revi halt voll ausgebuht, hab ich auch nicht gecheckt. So, voll random, hä? So, ich hab gar nicht gecheckt, warum. Ich denke mal, Revi wird so halt ausgebuht. Also, einige Fans hier mitgenommen. Sind ja an die Affen. Meine Prognose wäre anders ausgefallen. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe ja beide schon im Sparring gesehen, so. Das Buhn geht einfach weiter die ganze Zeit. Mit Alge beworfen. Oh Mann. Knossi, neben mir. Alge. Chef Strobel und X-Henki, wer ist vorne für dich? Ich kenne nur Chef Strobel. Aber Henki war nicht der Einzige, der nicht... Ich kannte Henki gar nicht. Wie vorgehört, aber scheinbar auch bekannt. I don't know. Bekannt wurde. Und hier ist Romata! I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Besten Securities überhaupt. Romata, der Kämpfer, kommt einfach nicht rein. Was hoping I could catch you, don't smile in my face. Er ist einfach Kämpfer und kommt nicht rein. Der Gegner von Romata! Was ist das denn? Als Wieland dann. Der wird nicht reingelassen, das hab ich auch gesehen. Und die haben immer auch immer Romatra gesagt. Nicht Romatra, sondern Romatra. Komplett komisch gesagt irgendwie die ganze Zeit. Kann ganz komisch. Endlich rein durfte, war er hungrig nach Blut. Und wisst ihr, wie Wieland so eine Leistung bringen konnte? Indem sein größter Fan immer da war und ihn motiviert hat. Für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Siehst du, Romatra, nicht Romatra. Wie wird er denn genannt immer? Romatra. Ich weiß nicht, wie er genannt hat, ganz komisch jedenfalls. Farbe wirkt schon mit dem Hals. Ciao. Ich hab Messi gezogen. Der pinken Hahn war mal frech bei Twitter, deswegen. Nein. Oh. Montana Black. Ja, Marcel, komm zu mir. Direkt Ruhe ruiniert, weil er gegen Monte geschossen hat, ey. Weil auch sonst niemand gegen Monte schießt, ne, man kennt's. Eine Ehre, ja. Weiter ja. Anreise gehabt. Da ist er, der Einschwere. No, ich hab Merkel. Baby. Krieg deine Mutter. Hey Aaron! Die Stimmung. Wie random teilweise. Hey, was ist gerade für ein Reitschnitt hier? So krass. Übrigens, da hinten sitzt Revi. Ja, zu dem gehen wir gleich auch nochmal. Wieder Buch! Montana Black. Moin, moin. Hey, ich glaube, es ist genau wie bei. Ich das war Wie war für dich das Event? Ich muss sagen, an der Bar schon hohe Preise. Mach mal was an der Bar an den Preisen. Mann. Sascha war nur da wegen Trinken einfach. Der war nichts mehr als Star Trek mit den Preisen, die war gehauen und so weiter. Oh mein Gott.
Tanzverbot! Hallo? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Es war weird manchmal. Das war manchmal so unbeholfen irgendwie. Hast du noch ein paar Insider-Informationen? Oh, der Typ trägt die Maske echt richtig geil. Der Typ hier will extra schlecht, dass ich über ihn aufregt, oder? Dass er die Maske unter der Nase trägt. Der will Aufmerksamkeit. Safe will Aufmerksamkeit. Die du weitergeben kannst. Nee. Oh, na okay. Ja. Wir sehen da hinter dir auch eine Person, die mit dir gewettet hat. Stimmt, leid. 10.000 Euro. Ja, da wir beide eine Neigung zur Spielsucht haben, ja, jeder 10.000 Euro. Also ich habe 10.000 Euro auf Trimax gesetzt. Auf Trimax gesetzt. Trimax! Trimax! Auf Trimax! Ich weiß nicht, ob der einen geraucht hat oder so, der hat auf Niki gesetzt. Fragen wir ihn doch. Nein! Nope. Wie läuft's? Alles gut bei dir? Alles gut. Was ging in dir vor? Ja, warum hast du diese Wette abgeschlossen? Guck mal, er hat gesagt... Sehr, sehr stark an dieser Stelle. Guck mal, er hat gesagt, sehr stark, ist für so gut zusammengeschnitten, ey, das feier ich. Auch richtig lang auch, ne? Das ist wie so eine Kurz-YouTube-Kacke nur in die Länge gezogen. Finde ich gut. Rohat hat 10.000 Euro auf Mickey gesetzt. Finde ich sehr interessant. Holz. Ich habe es mit dem Holz-Meme auch nicht gecheckt. Ich weiß nicht, da war irgendwas mit Holz, was sie auch gesagt haben. So. Aber ich weiß bis heute nicht, so, was das für ein Meme war. Oder mit füll das Loch oder sowas, hol das Loch aus oder mach ein Loch oder so, auch nicht gecheckt. Die erste Reihe. Hier sitzen heute die Asozialen und Schulabbrecher. Ihr seid Tiere, die hinten sitzen, sind Tiere. Unhöfliche Zwischenrufe, belästigende Kommentare hier an der Tagesordnung. Bruder, ich hab das Gefühl, der Pinky wird Knockout gehen, Digga. Ja, hoffentlich, Digga. Vielleicht färbt er sich dabei die Haare anders. Ja, Digga. Deckung! Deckung! Mann! Humatra, Deckung! Und in ein Aquarium rennen. Ah, ja. Warte, kommt noch was anderes aus der Fortnite? In seinem Knossi-Bademantel! Was ein Vollidiot! Was? Ehrenblitzer! Hat wirklich jemand geflitzt? Wirklich? Kennt man den? Hä? Mach ein Loch, ist wegen Trimax sein Samuel-Special. Okay, muss ich mal gucken, was das ist für ein Special. Gar keinen Plan gerade. Aber das ist wirklich. Ich dachte kurz, es wäre der Dings, der Rohat. Ups. Was ein Vollidiot! Ja, für ein Video wahrscheinlich so. Ich habe geflitzt. Müsste da schon YouTube-Kamera geben, der einfach nur heißt der Flitzer. Ja, perfekt. Boah, im Kopf. Oh, wie süß. Ah, der fädelt richtig. Todesblick. Also so geschnitten, ja auch der Musik, auch Sound passt so gut dazu, die Musik und so richtig gut. Oh nein, wie gemein. Yeah, that's me, das ist auch so gut. Also, hallo, hier ist Jens, seine Mutter, also Junge. Der sieht meinem Sohn ähnlich. Also das ist eigentlich schon eine Beleidigung, gell? Vielleicht solltest du selber mal in den Spiegel schauen. Da ist nämlich auch eine gewisse Ähnlichkeit. Oh, getisst, oh. Komm, du willst doch am Ende so dastehen? Ja! Ja, der Bauch!
auf dem Streichelzoo mit einem Hängebauschwein. Mann, dicker Mickey, ich hab tausendmal gesagt, dass du das Ding machst. Komm, Mickey, gib alles. No. Ich hab von Aqua bestellt und Adello kommt an. Komm, Mickey, du schaffst das. Ich hab Aqua bestellt, Modelle kommt an, das ist auch so gut. Mickey, bitte. Oh Mann, Junge, nein! Nein! Wenn Mickey so weitermacht, könnte das Ding safe holen. Ich glaube an Mickey. Mickey, ja. Ich sag Mickey. Mickey, fünfte Runde, TKO. Mickey. Ah, Mickey wird das machen. Mickey holt das Ding. Also ich sag Mickey gewinnt. Mickey gewinnt. Ich sag Mickey. 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 Sag ich auch Mickey. Wer gewinnt heute? Es haben so viele wirklich Mickey gesagt. Hä? Oder was ist zusammengeschnitten jetzt? Weil ich meine, man hat ja auch Tramex Chatur gesehen, der war richtig Junge, also Heiliger. Wie dachten sie, dass Mickey noch so eine Hintertasche hat, so eine Geheime oder sowas? Kann sein. Ja, das mache auf jeden Fall ich. Wer gewinnt heute? So sehen Verlierer aus. Schalalalala. Wen hast du denn am Mikrofon und was sagt derjenige zu diesem Kampf? Ja, an dieser Stelle ist klar. Max, ich danke dir. Also, es war schon verdient, aber ich bin unfassbar stolz auf Mickey. Ich bin stolz auf dich, Mickey. Okay. It's oh, süß, süß. Aber 10k weg. Aber in meinem Bund nie gespendet für einen guten Zweck, ne? Passt. It's been a long day. Der Rohat war nicht der Einzige, für den Mickeys Niederlage teuer wurde. Ich hab 5000 aus Mickey gesetzt. Mickey wird mit Punkten das Ganze entscheiden. Mickey. Ja? Ja, natürlich. 50 ist abgelöst. Ich setze auf Trimax, Mickey. Mickey wird gewinnt. 200 Euro, Digi. Ja. Wenn man 200 Euro in der Hand hat, dann soll man wissen, was 200 Euro für einen Wert hat. Und diesen Wert, das hast du vermittelt. Geil. Das ist echt gut. Da hast du Tatsache, das ist echt richtig gut. Oha, das ist voll gut, ey. Oha. Mega. Okay. Wieso hast du denn den völligen Bezug zum Leben verloren? Davon konnte ich damals 2 Monate leben, da man nicht den Bezug zum Geld verlieren. Ist da die Logik? Oh Mann, ey, jetzt können wieder viele schreien, Doppelmoral. Doch sogar diese 2 Streithähner hat das Event wieder vereint. Guck mal da, Digga. Und da halb YouTube Deutschland bei dem Event war, gab es auch viele weitere legendäre Begegnungen. Der war ja auch in den Trends auf Platz 1, ne? Übertrieben krank. Aber wahrscheinlich auch viel Autotune geregelt. Ich wäre auch in den Trends auf Platz 1, wenn ich Autotune benutzen könnte. Oh, ja, aber nice. Nice Video. Mega heftig auf muss es gewesen sein, das Ganze zu bearbeiten. Ultra krass. Yo, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach mal wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätte ich's schon gemacht. Denn yo.